Und ein freundlicher Hallo wünsche ich euch zu einer neuen Folge von Ark New Valhalla. Ja, der Onkel ist dabei. Halli, hallo, hallöchen. Und der Dynamo. Moin, moin. Ja, und es ist genauso wie in der letzten Folge, wir suchen einen Drachen. Ja, hier sind wir letztens stehen geblieben auf der hübschen, schnubbeligen kleinen Insel hier. Und wie ihr seht, teile ich schon die Insel da hinten an. Und da würde ich mal sagen, nicht lang schnacken. Losflattern. Kopf in den Nacken. Ach nee, das war ja was anderes. Ich hätte jetzt bei der Begrüßung fast meinen Einsatz verpasst. Bam, 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 bam. Oh, jetzt gibt's einen ID-Treffer. Ich finde, das Wasser sieht richtig bombastisch aus. Aber was mir nicht gefällt, ist in der Ferne die Spiegelung von meinem Vieh, das ist dann immer so riesig an manchen Stellen. Das wird ein bisschen zu groß, aber egal. Ihr seht es links und rechts meine Flügel schlagen, obwohl das überhaupt nicht so sein kann. Oh, guck mal da unten. Wollen wir den nicht mitnehmen? Was ist denn das? Ein Hai. Ich sehe den gar nicht mehr. Ach da, oh. Flieg bloß nicht so tief. Warum springen die raus? Sonst schnabuliert er dich weg. Springen die raus? Weiß ich nicht. Ich hab ihn mal angekackt. Ich glaube, es fehlt einer. Da unten drüben. Aber bist du schon drüben? Ja. Der Dynamo-Man, der ist schon drüben. Aber ich glaube auch nicht, dass es da dort einen Drachen gibt. Drachen. Ansonsten müssen wir es höchstens mal versuchen, dass wir, wenn der Nacht langsam losgeht, mal oben zu der Insel zu fliegen. Aha. Ich komme da ja dann. Vielleicht haben wir auch die Mod bloß draufgeladen, das ist bloß ein Gerücht, dass das funktioniert. Oh, scheiße, meine Stamina. Oh, fuck. Du bist gleich da. Ja, nur ein paar Flügelschläge noch. Alter Schwede. Ja, ich werde dieses Vieh auf jeden Fall auf Stamina pimpen. Wie der läuft. By the way, you motherfucker, yeah, yo, 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 yo. Richtiger Gangster. Aber, na gut, eigentlich sind die Adler ja auch Trageviecher. Trageviecher. Also Metallformen vor allem oder so. Ja, wir hatten jetzt aber keinen anderen, beziehungsweise keinen anderen Sattel. Ja. Eine Schildi haben wir hier. Ja, sonst nicht. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht auf der Admin-Insel kommen. Weil die ist mit Tourette, Auto-Tourette so überzeugt, übersät. Weil die Admin-Insel, die darf keiner betreten, weil da eben unser, wie gesagt, Nero so schön unser Gott ist. Und der hat halt eben übermächtigen Flugdino. Obwohl, ihr seid schon besser. Dynamo zumindest. Level her zumindest. Nein. Von so, Level, ja. Also ich glaube von Jan, nee. der ist 99. Du hast ja 102. Nein, also jedenfalls der Quetzal, der Admin Quetzal, der hat Level, lass mich lügen, 3509. Okay. Glaube ich. Ja, es geht halt darum, warum hat er das gemacht? Das ist nämlich auch mal, um euch die Frage zu beantworten, das geht darum, falls wir mal irgendwann umziehen wollen oder sowas, dass das dann eben schneller von Hand geht, hat er so einen Quetzel gemacht und wir können dann, der kann dann alles da drauf packen und los geht's. Ja, dann würde ich... Bondo Level 5. Dann würde ich mal sagen, da hinten steigen wir jetzt mal die Insel an, ne? Warte mal, ich muss mich nochmal hier absetzen, was, wie, wo, halt. Na komm, lande. Muss ich nach rechts drehen, Onkel. Da, wo ich jetzt hingucke. Also nach links. Ich glaube, das ist dann die Admin-Insel, oder? Nein, die ist da hinten. Ich glaube, also jetzt einfach geradeaus. Ich glaube, das ist die kleine dort, ne? Die links. Ja, ich glaube, das müsste die sein. Aber mal schauen, vielleicht kriegen wir mal ihn hier runter auf unsere Insel, sage ich es mal so, und wir dürfen ihn mal besuchen. Wir werden sowieso noch in der nächsten Zeit irgendwann
Und zwar haben die auf ihrem Server, auf der normalen Insel, haben die so ein kleines, ja, wie kann man das nennen, so ein kleines Spiel gemacht. Ja, das so ein Labyrinth. Ritual. Genau, so Aufnahmeritual. Ritual, keine Ahnung. Für uns gewesen. Wir werden dort mal dieses Ritual zocken an irgendeinem Parts, auch wenn wir eben alle vollständig sind. Also jetzt nicht so. Richtig. Das wird noch ein Stück dauern, weil Rivano, apropos, warum ist Rivano nicht da? Sein Internet. Mal wieder. Er hat kein Internet. Cool. Ja, Insel dort hinten. Schaffst du das, Onkel? Ich weiß es nicht. Okay. Weil das ist. Sind noch zwei Meter. Ja, ich werde diesmal früh genug aufhören, schnell zu fliegen. Das ist sogar länger als der erste lange Flug. So, ich werde mal jetzt langsam fliegen. Ich bin über der Hälfte schon. Wir könnten auch einen Abstecher kurz nach links machen, Onkel, damit du dich aufladen kannst. Was ist denn links? Oh. Er kann sich nicht entscheiden. Ja, komm. Ich glaube, selbst da reicht die Stamina nicht. Doch, das müsste. Ja, ja. Ja, ich habe vielleicht gerade so einen Adler erwischt, der uns vor der Flinte gelaufen ist, oder den vor der Flinte gelaufen ist, um eben. Man sammelt jetzt ja erst ein paar low-levelige Dinos, um sich selber ein bisschen zu leveln. Ich denke mir mal, so einen habe ich jetzt gerade erwischt. Ja, hast du. Ja, damit man halt einfach einen Adler hat. Erstmal nicht aufs Level geachtet. Aber haben wir ein bisschen, haben wir ein paar Eier, dann fallen die Dinos vom Himmel, das verspreche ich euch. Wie konnte man sich nochmal frei umgucken? Mit V war das. Nee, K. Mit K. Mit K. Cool, dann komme ich. Achso, jetzt. Wundervoll, wie da der Wolf auf dem Adler sitzt. Kannst du auch rauscrollen. Mausrad. Richtig. Ziemlich weit sogar. Das sieht gerade so episch aus. Schönes. Warte mal, ich muss mal das so ein bisschen. Kannst du mal. Wer ist denn da unten? Da fliegt ein Meine Wenigkeit. Flieg mal ein bisschen hinter uns, da kann ich nämlich ein geiles Thumbnail machen. Oh yeah. Warte mal, ich muss näher rankommen, das sieht dann besser aus. Ah, so. Yeah, wie geil. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall ein schönes Thumbnail raus. Zoom, weg ist er. Ja, haben wir gleich mal ein bisschen dafür auch hingearbeitet. Jetzt sehe ich auch meine Stamina nicht. Kacke. Ach, genau, ich gehe also hier kannst du schon landen. Wo? Rechts, ja genau. Weißt du, dass ich nicht einmal da hinkomme, ey? Oh. Es ist so grauenhaft. Onkel, ich zähme dir einen Vogel. Hm? Der genug Stamina hat. Komm, das muss er jetzt schaffen, Junge. Ab geht er, Peter. Los. Oh yeah. Oh yeah. Ich bin angekommen. Okay, dann können wir weiterfliegen. Also zurück auf die okay, Insel. Chef. Oh, fuck. Oh, ich war schon im Wasser. Aber das ist auch nochmal ein langer Flug. Also. Nö, so lang ist der nicht. Ja, dieser kann ich ja bestimmt mit Stamina rüber. Also das denke ich mal. Das hoffe ich mal, dass ich das schaffe. Laut Karte ist es relativ genauso, wie wenn wir jetzt zum Festland.
Na, mal schauen. Super. Aber das hast du auch geschafft, also. Lalalala, wir fliegen schön. Und ich drück mal K. So geil. Weil nämlich, wenn wir auf der Insel sind, können wir auf die zwei anderen Inseln. So, ich flieg mal lieber wieder langsamer. Öfters geschafft. Oh yeah. Oh, oh yeah. Ja, sowas gehört dann halt auch bei Atma dazu. Wenn man mal sucht, dann muss man halt auch mal ein bisschen rumfliegen und tun und machen. Richtig. Und ja, aber wenn man dann hat, dann sind wir dann gleich tot. Weil dieses Vieh hat es wirklich in sich. Das habe ich auch beobachtet bei Chris Play, aber im Let's Play. Also irgendwie, wenn du genau wissen willst, wie viel Stamina du noch hast, dann kannst du auch hart drücken. Dann siehst du es klein oben rechts. Richtig. Vielleicht erkennst du es. 336. Ich habe nur 250. Ach, die ganze Stamina, willst du wissen? Nee. Die 350 habe ich noch. 600. Noch oder? Nee, ich habe noch 600. Okay. Nur auf Stamina gelevelt? Nein. Speed, also Geschwindigkeit, Leben ein bisschen. Ja. Stimmt, ich habe meinen Fokus auf Geschwindigkeit, Leben und Angriff. Mehr habe ich noch gar nicht. Reicht ja eigentlich bei meinem Kann man jetzt eigentlich mittlerweile alle Engramme lernen oder hört das irgendwann auf? Du kannst nicht alle Engrams lernen, weil du die Engram-Punkte dafür nicht zusammenkriegst. Also so level-technisch. Noch ein kleines Stückchen, Onkel. Kleines Stückchen noch. Ja, ich bin gleich da. Bin gleich da. Und? Unten sieht man schon ein bisschen den Strand durch. Na toll, und was ist dort denn? Ein scheiß Raptor? Könnt ihr den mal bitte wegholen? Ach nee, das ist, bloß, ist bloß ein Para, passt schon. Okay, hol ich weg. Großmaul. Was hast du denn jetzt da hingelegt? Ich bin da, liebe Freunde, ich bin da. Was? Warum rennt der übers Wasser? Übel. Oh, das sieht doch richtig geil aus für eine Piratenbucht. Ja, gute Idee. Ich habe ja auch schon eine andere Insel im Auge. Mal schauen. Ja, das war dann wieder schwierig, mit dem Weg zu verbinden. Ach, Piraten brauchen keinen Weg. Einfach mit dem Schiff. Ach, du bist das, Alter. Ja, wie auf seinem Vogel rumleckt. Da, da, diedel, die, dum, dum, da, da, also ich glaube, der Parasaurus ist gerade ertrunken. Oh. Halt versucht rüber zu schwimmen. Du Mörder. Nicht ganz geklappt. Du hast ihn in den Tod getrieben. Natürliche Selektion. Es gab den Tod oder den Tod? Schildkröter schwimmt. Rums, rum. Oh, das, wenn ich so einen Adler sehe, da denke ich immer wieder an die ersten Folgen mit Revano. Kannst du dich da erinnern, sagst du, hast du noch die ersten Folgen gesehen, wo man noch Normal Arc gespielt hat, ohne Tribe Wars? Ja. Als ich so in der Entfernung gesehen habe, oh, guck mal, ein Adler, der frisst gerade irgendwas. Guckt ihm zu und der Adler kommt zurück und frisst mich. Ich wusste ja noch, dass die Viecher einfach auf einen losgehen.
Ja, und Rivano kann schon mal passieren. Und Rivano seine Sprüche noch dabei. Ultra episch. Ja. Ja, aber ohne irgendwas zu machen, kann ich diesen scheiß Adler ja auch nicht zähmen. Nicht leveln. Doch, der levelt automatisch. Genauso wie, wie die Person. Desto länger du überlebst, desto levelst du halt auch. Komm, wir können wenn ja immer noch auf der Insel? Ja, ja, klar. Ach, wenn ja. Der... Ach, du musst... Ja, komm, das schaffe ich jetzt auch so. Komm. Das schaffen. Sicher? Ja. 100%ig. Ja, aber das Schöne war, wir müssen auf jeden Fall noch mal eine Jagdsession machen, weil hier die Landschaft zu erkunden, das ist schon was Episches. Richtig. Also was wir da schon für Stellen den einen Tag gefunden haben, ist es schade, dass ich nicht aufgenommen habe, muss ich sagen. Ah, natürlich holen wir das nach. Ja, was wir euch unbedingt noch zeigen wollen, ist diese tolle Statue. Hä, welche Statue? Ja. Oh, da müssen wir auf jeden Fall noch mal hin. Ich denke mal, das ist bloß ein Bug gewesen, aber sag ja. Nein, ist es nicht. Das ist, soll ein Easter Egg sein irgendwie, obwohl ich da den Sinn leider nicht verstehe von. Soll aber auf jeder, also überall hier auf der Insel enthalten sein. Immer dasselbe oder immer andere? Andere. Wo seid ihr jetzt? Ich hab Onkel auch verloren. Ah ne, da fliegt er. Insel auf der Insel, auf der Insel, in der Insel, über der Insel. Und ich habe vor uns im Ladescreen gesehen, dass es hier wohl doch Höhlen gibt. Im Ladescreen steht nämlich immer unten Caves und so ein Scheiß. Und da stand auch Caves. Ja, das steht aber jedes Mal da. Also. Das würde ja keine Caves laden, wenn keine Caves da sind, oder? Achso, du meinst dort? So. Ja, wie gesagt, die sind ja noch nicht fertig mit der Karte, die entwickeln weiter die Unterwasserwelt. Da wird immer was dazukommen. Und dass es dort Caves gibt. So, auch noch kurz sitzen. Die Stamina, die Blade. Die Blade Stamina wieder. Mir da mal durchgeben, die Koordinaten, wo ihr seid. Wir sind circa Pi mal Daumen 15, 15, 53. Ich flieg schon wieder, apropos, ne? Ja, ich schau mich ja hier komplett mal auf der Insel herum. Herum. Tolles Deutsch heute. Ah, das ist auch ein schönes Fleckchen Erde hier. Ja. Flugparts. Jo. Aber jetzt muss ich euch wiederfinden. Ich fliege ja immer noch auf der Insel. Ah, ich dachte, ich habe schon einen gefunden, aber nur ein scheiß Trike. Ja, wir fliegen meistens auch mit Trikes durch die Luft. Richtig. Ein Feuer. So, und jetzt werde ich mal den Onkel und den Dynamo mal suchen. Euch mal suchen. Weil wir sind schon hier eine Zeit lang rumgeflattert. Und ja. Bis jetzt noch keinen Drachen gefunden. Oh, ein interessantes Vieh. Das kotzt mich an. Aber es ist ja gesagt, dass die Viecher rar sind, deswegen. Aber es wäre natürlich produktiver, wenn man
natürlich so ein cooles Flugvieh hätte wie wir, wie ihr, ne? Da wird man schon viel weiter sein. Also ich sitze jetzt hier auf dem Stein am Rand der Insel. Okay. Und was zwar siehst du? Bei. Bedeckt gerade meinen Finger. Genau bei beim Mittelfinger irgendwo. Steht mein Mini. Ja. Genau dort bin ich auch. Seid ihr in der Luft oder wo? Nö, ich sitze auf dem Stein. Also, du, Dynamo. Bist du in der Luft? Ich suche Onkel noch, ja, ich bin in der Luft. Gut, dann flieg mal links an der Kante rum. Oh, jetzt muss ich mal meine Stamina aufladen. Doch, gut gemacht. Bist du am Strand, Onkel? Jein, sitzt auf so einem Fels halt, ja, klar, kannst du am Wasser lang fliegen. Hm? Hab dich. Ach, da bist du ja. Eben da. Fels. Geh einfach den Strand entlang. Bin ich dabei? Ah, da haben wir die Spitzbuben. Mhm. Gut. Da wir uns ja gefunden haben, würde ich mal glatt sagen, dass wir auch den Part mal beenden, ne? Richtig. Und danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Die Links von den Kanälen unten in der Beschreibung. Schaut unbedingt mal bei allen vorbei. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Tschüss. Tschüss.